Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Dirty Banger. Is it Kane again? Oh! Only odd levels exist this game. Well, that's fucking weird. Was heißt das denn XP-wise? Bezahle ich dann auch doppelt so viel? I'm kinda confused. But let's see. Ja, man bezahlt auch doppelt so viel XP. Also muss ich dann sofort die XP bezahlen, die ich normalerweise von 7, 8, 9 habe. Oh, that's ja crazy. Herzlich willkommen zu einem Dirty Banger. Hier wird nur für euch aufgenommen gerade. Weil ich schon wieder in der Heimat bin. Jetzt bin ich Level 3. Oh, jetzt kostet 12 XP. Boy, oh boy. Kindred würde ich auch noch gern kaufen. Oh. Wait, that's the problem. Boah, nee, man lockt hier nicht, oder? Boah, ist das ein Triad-Start. Und wenn es kein Triad-Start ist? Boah, 73 Games ist gar nichts, ne? Ich ich kann nicht. Ich kann gar nicht Level 4 gehen. Ah, Gott sei Dank habe ich es gemerkt, bevor ich XP gekauft habe. Das wäre ja noch schlimmer. Habe ich wenigstens Unified Resistance genutzt? Morgen Endspiel für Köln, nicht wahr? Jeden Samstag ist Endspiel für Köln, Bruder. War ja Endspiel war wohl gegen Darmstadt. Also das Spiel möchte, dass ich es tue. So, was ist denn mit diesen Fated Nahblödsinn? Ist das ein Thema für uns? Ist halt sehr awkward, 2-Cost-Reroll auf Level 7 zu spielen, wenn ich so drüber nachdenke, ne?
Warum habe ich die Senna nicht mitgenommen? Was bin ich eigentlich für ein Matt Mowgli? Wie viele jetzt einfach Level 5 waren, ne? Normalerweise geht man in 2, 3 sehr selten 5. Entschuldigung, hat der eine Kaiser? Ah, was mache ich hier? Was ist das für ein Roll? Spiele ich einfach stärkstes Board into Level 9. Oder, also jetzt mal ernsthaft. Was sind das für Rolls? Okay, wir haben eine Illaoi 2. Ich würde vermuten, dass wir sehr stark sind. Also wir haben auch einen Nar 2, ne? Aber der hat keine Items. Ein bisschen spät realisiert, wie katastrophal hier Losing wäre. Weil ich ja dann nicht 4 Wins habe und der dafür 5 und da wäre ganz schön doof. Ja, ich glaube, ich spiele ja auf irgendeine Art und Weise in Ghostly Board. Into Ghostlies. Ein bisschen awkward mit dem Last Whisper, ne? Glaube ich. Krass, dieser Encounter changed tatsächlich einfach alles, ne? Also, ich habe ganz wenig Gefühl mit Level 5 Boards, weil man die ja immer nur in Übergang spielt, aber jetzt spielt man die verhältnismäßig lange.
Oder wir werden sie verhältnismäßig lange spielen. Und der Grundgedanke ist, hier eher Richtung Legendaries zu gehen dann. Tja. Ich glaube, Too Healthy ist sehr ungünstig, wenn man nicht da irgendwas großartig machen kann. Ja, ich habe überlegt, ob ich sie eher Illaoi gebe, weil es die leicht stärkere Unit ist. Habe deswegen erst auf die Bank geslammt, um zu gucken, was es ist. Und falls es ein richtig knapper Fight ist, gegen den starken Gegner halt auch schauen zu können. Wir nehmen jetzt hier ein bisschen Optionen raus. Ich hätte den Voli mitnehmen müssen wegen Ink Shadow. Ja, das sind schon sehr unterschiedliche Varianten hier. W Interest hält uns jetzt so ein bisschen davon ab zu leveln. Also Interest ist einfach das, was wir über... Also Zinsen. Das ist Interest. Das heißt, jetzt ist es natürlich deutlich unattraktiver geworden, hier Level zu pushen. Ich hätte es trotzdem machen sollen. Senna und... Was hätte ich gespielt? Ich habe den Voli nicht mitgenommen. Ich hätte den Voli mitnehmen müssen. Ist halt ein bisschen ungewohnt, weil man denkt sich immer so, okay, was ist die nächste Unit, die ich reinsetze? Und da, das wusste ich ja, aber es geht halt auch darum, okay, was ist nach dieser nächsten Unit, die Unit, die ich reinsetze, weil man halt immer zwei Level auf einmal kriegt. Ja, meine Kate ist natürlich ein terrible Morellos-Halter, aber hier ging es vor allem darum, halt eben Items möglichst bald zu slammen. Und jetzt werden wir natürlich Richie, Richie, Rich. Ja, und hinten raus denke ich halt einfach an irgendeine x-beliebige Legendary Comp, ohne jetzt groß irgendwas groß im Kopf zu haben. Da gibt es schon sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Ich denke, das ist sehr, sehr decent. King Shadow 3. Oh, der hat Kane und Wukong gerollt. Der hat wohl genommen, dass er bessere Shop-Odds hat und hat dann auf 0 Gold gerollt. Also der ist completely all in. Aber Erfolg gibt recht, ne? Zumindest für den Moment. Ja, dafür habe ich halt eben 90 Gold, was ich jede Runde krieg. Aber das stimmt nicht mehr. Das
Zwei Level auf einmal? Ja, es gibt nur Hot Level Odds. Irgendwie sowas. Hot Level. Hot Level. So, das war's schon. Well, okay. Ja, ich habe mir überlegt, ob man hier 5 Ink Shadow geht. Mit der Idee hier Nah zu sein, Rek'Sai zu sein, Woolly Jax zu spielen, hast du immer noch 2 Warden. Hast aber eben noch ein Ink Shadow Tattoo mehr. Und kannst die Randomized Items hier auf den Udyr packen. Der mit denen natürlich ziemlich cracked ist. Thief of Gamer finde ich immer eine schöne Option, weil man anyway vorhat, Level zu pushen. Wie ich hier. Besten Slot Udia. Boah, ich habe den lang nicht mehr equipped, aber Thief's Glove drauf zu klatschen fühlt sich immer geil an. Shen fehlt mir die ganze Zeit, ne? Ich habe nicht aufgepasst, was es ist. Das kann er gut nehmen. Aber ein Wildstreak ist Pick hat nicht so wahnsinnig wichtig. Kein Grund hier XP zu kaufen, könnte ja noch K6 hier kommen. Ich hab's trotzdem gemacht, weil ich dumm bin, aber don't try this at home. Absolut solid board, ne? Wenn ich noch nicht so richtig weiß, was mein Legendary Board sein soll, dann mache ich es oft so, dass ich Dragonlords mitnehme. Weil das ist oft ein Thema, was man hinten raus schwieriger hat. Ich nehme auch Riven mit, weil wenn ich Galio hitte, kann ich mal mit einem Iridia-Hit relativ easy in eine andere Comp dippen. Ansonsten ist mein Board honestly kinda weak. Wir werden jetzt erst in 4-5 Level 9 gehen. Aber ich habe nicht so das Bedürfnis, das jetzt schon zu machen. Also mein Ad wäre Woody Jax für Ink Shadow 5. Zuckerknopf, danke dir für deinen 7. Monat. Willkommen zurück. Wollte noch Grandmaster wird sie zutrauen? Ne, ich weiß auch nicht. Ne? Seit ich diesen einen Stream hatte, diesen einen Moment hatte, wo Nomi meine Spielfähigkeiten in Frage gestellt hat und ich angefangen habe reinzuschwitzen, läuft es übertrieben gut, ne? Natürlich nur im Spaß, ne? Nomi ist ein absolut guter. So, ich habe Triate Murdy gespielt. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall eine Azir Ornn Variante spielen. Dann spielt man oft Nico rein und Lissandra. Er muss wieder Challenger, damit die Stimmen verstummen.
One step at a time. Zwei rechts, einer links. Das heißt, wir stehen rechts. Treffen den links. Classic. Was ist mit ihm? Ich weiß es nicht. Könnt ihr jetzt eine Unit nach hinten stellen, damit ich die Unified Resistance besser ausnutze? So, Udia. Auf geht's. Alter, meine Morellos ist Bier, Caitlin. Ist aber immer noch am Delivern. Gibt's zwar ein TFT-Turnier, bei dem mitmacht. Ich wollte die Set eigentlich nicht competitive spielen. Weil Dezember war ehrlicherweise einfach ein bisschen zu intensiv für meinen Geschmack. Da wollte ich gerne erstmal ein bisschen chillen. Aber wenn es läuft, dann läuft's oder so, ne? Ja. I guess. Gehen jetzt 9. We have a plan. Last time I ate a plant was never. I channeled the spirits I feel closest to. Target you. We do have a plan. Wie hat der Kane meine eine Kate Root gedodged? Das war einfach Edge of Nightpock in dem Moment, ne? Also ein bisschen durcheinander jetzt, aber ich habe keinen Winstreak mehr zu verteidigen. Das heißt, ich würde mein Board gerne umstellen in dem Moment. Es ja auch immer die Option gibt, dass man hier mit dem Gold, was man dadurch bekommt, kurz nochmal eins bei Legendary sittet. Denke ich, werde ja Azir Main Carry spielen. Spielt ihr nicht mehr so gern mit Spear, ne? So, mal gucken, ob wir noch an was anderes kommen. Ja. Ja, ist ein bisschen wackelig, was hier am besten ist, ne?
Ich glaube auch die Annie ist ziemlich strong hier. Wenn man dann auch Invoker hat. Ist dann schwer zu sagen, ob hier... Vielleicht statt Nico... Dann verliere ich 20 AP auf allen Units. Das ist auch nicht so cool, das zu verlieren, ne? Ja. Was mein Board aufleuchten lässt, das ist Unified Resistance. Das heißt, wenn mindestens drei in derselben Reihe ist, kriegen sie Boni. Darum sollte ich mich gleich auch nochmal kümmern, dass das besser genutzt wird. Amorellos Azir ist es nicht so, ne? Hat leider Azir 2, ich nicht. Kann mich nicht entscheiden, was ich stärker finde. Das Ding ist, Nico 2 noch zu finden, ist sehr unrealistisch. Und Nico 1 ist dann wirklich nur wegen den 20 AP auf dem Board. Und wegen dem Heavenly Buff, den sie gibt. Und Nico gibt eben einen Health Heavenly Buff. Das heißt, alle meine Units kriegen 60 Health mehr. Was cool klingt und ehrlicherweise auch ganz schön cool ist. Der hat Lissandra 2. Und irgendwie viele Leute das, was ich gern hätte. Aber halt statt mir. Aber mein Uli hat einen sehr guten Roll gehabt. Ja, ich bräuchte irgendwie ein bisschen mehr Damage auf meinem Masier. Aber die Fights sind ziemlich lang, ne? Vielleicht ist es sogar Archangel. Das ist Classic Spellcrit. That's nice. Ja, Rakan 2, Wukong 2. Und das war's dann auch schon, ne? Also mehr Asse im Ärmel gibt's da noch nicht. Hier wichtig, dass Galio geultet wird, bevor er das erste Mal ultet. Weil dann ist er CC-immun. Dann will niemand... Haben wir da nicht so viel von. Aber die Com steht und fällt mit Azir 2. Und in meinem Fall fällt sie mit Azir 2, weil ich kann Azir 2 ab. Er macht ja wirklich gar nichts, Mann. Er hat so wenig Wumms hinterher. Ja, und wir spielen halt alle jetzt ein bisschen in dieselbe Comp. Also der hat Rakan 2. Der hat Lissandra 2, aber da sind wir schon fertig. Also der hat Rakans.
Der hat Wukongs und der hat Aziz. Warum ist Level 9 Cap eigentlich? Das ist ein Encounter. Only odd levels exist. Das war mein Azir-Crit, right? Unterschied deutlich spürbar. Die Sandra hatte vor das Mana, aber hat irgendwie nicht geultet, war mein Eindruck. Schon wieder? Ist sie buggt in dem Fight gewesen? Ich glaube, sie hat jedes Mal das Target geultet, was gerade gestorben ist. Dadurch gewinnt er den Fight. Und die Rakans werden nicht frei. Boah, der Smorellus ist einfach zu schlecht auf ihm. Ich habe zu wenig Heal Reduction dadurch. Aber tatsächlich macht Anya auch Wand-Effekte. Weil der Sage 5-Spieler, der hat natürlich sehr viel, sehr viel, sehr viel Lifesteal. Wow. Anys 3-Star wäre Wincon gewesen wohl. Das habe ich aber nicht kommen sehen. Thief's Gloves Rakan. Oder Hand of Justice Lissandra. Annie ist ja auch contested. Eigentlich ist das alles hier gar kein Thema. Ja, ich hätte leider keine Legendary Two-Star außer die Lissandra. Und jetzt würde ich mich natürlich nicht über Lissandra beschweren, weil die Unit wirklich sehr, sehr strong ist. Aber sie ist halt als Noble-Unit insane und kann dir unglaublich viel Gold geben. Aber wenn der Azir hier so gar nichts macht, ne, dann wird es doch sehr schwer für mich. QSS Wukong, wir haben den Ghostfight auf jeden Fall. Das hier ist der Fight um Platz 2. Ah. Die Sandra hat eine 40% Chance, mir hier Stuff zu geben. Aber 40% habe ich jetzt nicht so gespürt. Ich hätte natürlich warten können, bis der rausfliegt, wegen Rakan 2. Also bessere Chance auf Rakan. Jetzt hat er auch die Annie fertig, hat den Zed fertig. Idee ist hier mal zu gucken, ob Udyr nicht den Zed wegholten kann. Ja, er trifft leider dann den Ohren, somehow. Aber war trotzdem ganz gut, ne? Weil der Udyr dann von hinten geultet wurde. Aber es sieht schon so aus, als würden viele Lissandra Ults ins Nichts gehen, ne? Immer wenn sie selber Edge of Night prockt, ultet sie nicht. Was ja jetzt nicht so gut ist.
Natürlich kriege ich den Wukong statt den Asir dann. Ja, schade. Ich glaube, es war gerade schon das Ausstellungsmaximum. Wir haben halt einfach nicht die... nicht die Units gehittet, die wir hier hitten müssten. Jetzt zumindest mal Pen drin, ne? Also MR Reduce über den Udyr. Ah, es ist extrem gute Fights mal für mich, weil er halt den. Er ultet ja den Udyr. Aber der Udyr ist in dem Moment schon in der Passive. Das heißt, meine Backline kriegt sehr, sehr wenig Damage. Also das ist, glaube ich, eine große Positive. Die allerdings hier keinen Unterschied macht. Hätte vielleicht aggressiver auf Level 9 rollen müssen. Hab da ein bisschen gewartet. Dann hatten die anderen irgendwie schon alle Legendaries auf 2-Star. Vielleicht muss man die einfach Donkey rollen, statt nochmal Economy aufzubauen. Das wäre möglich gewesen. Aber only odd levels. Coole Sache. Und dann am Ende into Legendaries. Lissandra 2, Udyr 2. Aber ohne Azir 2 funktioniert die kommt da nicht. Ja. Meine andere hat ja die Azir 2. Der hat fairerweise auch einfach zwei Fated-Emblemen und ein Triad-Emblem. Also ich glaube, den ging es ganz gut. Aber ein weiterer richtig schöner, klasse, dirty Banger. Was eigentlich ein Banger wäre. Aber naja. In dem Sinne. Ich bin Mittwoch wieder mit Streams zur Stelle und lasst mal gern von oder. Wenn wir 10.000 Abos haben, geht der Kanal hier ein Netzwerk und dann kann ich Geld verdienen. Peace.